Hallöchen und willkommen zurück mit eurer Amüsiertablette Crunch Cow und Rescue 2 Everyday Heroes. Und ja. Verluste. Okay. Verluste finde ich eigentlich erst dann sinnvoll, wenn man auch wirklich Verluste hat. Schicken alles hin, was wir haben. Wir haben ja sogar jetzt 2 HF. Ich habe vergessen, dass wir 2 HF haben. Fahrt schon! So, Mission starten. Die Drehleiter kommt ja auch gleich an. Aber wir können ja schon mal die Mission starten. So, ja, dann kommt mal alle her. Rettungswagen kann sich mal hier rein verziehen. Das andere HLF kann mit hier hin. Was hat denn das HLF jetzt, was das HLF nicht hatte? Irgendeins war hier doch ausgerüstet mit... Scheiße, ich hab's vergessen, die ordentlich auszurüsten. Egal. Ja, du kommst hierher. So, da oben geht die Action, du gehst also schon mal rein. Du holst dir mal von dem Ding einen Schlauch. Nein, nein, stopp. Gehst mal hoch. Und du holst mal den Knüppel da hinten raus. Weil der ist, glaube ich, schon echt am Sack. So, langsam haben wir ja hier für die Dinger so unsere Vorgehensweisen. Und wissen langsam aber sicher, wie wir vorgehen müssen. Und wenn du den jetzt hier unten abgelegt hast, gehst du mal den Strom ausschalten. Halt, Feuerwehrmann, stopp! Schön abwarten. Jetzt. Meine Güte, das wäre ja fast schief gegangen. Bestimmt einen ordentlichen Knall gegeben. So, da kann man anleitern. Dann müsste man erst aber die Dinger hier wegkloppen. Schnell jetzt mal dahin. Löschen hier mal weiter. So, dann kann nämlich die Drehleiter in Position gehen. Und wenn wir löschen, kann der hier schon runtergebracht werden. Das ist dann sozusagen die andere Möglichkeit, wie man den rausholen kann, ohne dass man jetzt erstmal alles löscht. Und den dann hinterher rausträgt. Das ist dann eher die Variante, wir holen den jetzt so raus, ohne dass wir mit dem anderen hier was machen müssen. Oh, einen schönen Knick habe ich hier gelegt. So, ich bin hier drin. Komm her, Bursche. Du bist zwar jetzt nicht in so abstruser Gefahr, dass es hier drin schon anfangen würde zu brennen, aber sicher ist sicher, man weiß ja nie. Brennt es ja auch schon wieder, was soll denn das? Komm schon. So, dann können wir dich hier absetzen. Kannst hier rüber. Klicks, weg mit dir. So, schön aus der Entfernung machen wir hier alles nass. Schön die Trennwände ablöschen. Dann gehen wir jetzt hier durch. Löschen da mal alles weg.
Na, wirst du wohl aufhören, hier einfach Feuer zu fangen. Dadurch können wir auch abbauen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Zumindest nicht so in dieser Art und Weise. Genau, wir löschen jetzt hier nach und nach alles. Das sieht gut aus. So. Jetzt drehen wir das mal ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Aber jetzt ist ja schon gleich alles vorbei. Zack, erledigt. Muhahaha. Wir sind so gut, ey. Ja, ich habe einen Brief erhalten. Das freut mich so sehr. Da können wir ja... Ach so, wartet mal. Wir können das Entsenden abbrechen. Und zwar werden wir mal ganz kurz die Wache betreten. Und, die haben Schläuche. Das ist schön für die. Aber 1-1 hat noch nicht so viel. Die könnten ruhig ein Standrohr vertragen. Und, eigentlich auch eine tragbare Pumpe, ne? Also Feuerlöscher finde ich jetzt nicht so optimal. Was haben wir denn noch da? Was haben wir denn noch da? So, per Werkzeug. Tragbare Pumpe kaufen. Fach für Druckluftflasche. Ja, komm, kriegst du eine. Hier kommt dann noch die tragbare Pumpe rein und das Lager mit den Sauerstoffflaschen. So, was haben wir denn hier zum Beispiel nicht drin? Hier hätten wir noch einen Verteiler. Was haben wir denn hier? Einen Löschschlauch hätten wir hier noch drin und einen Verteiler. Ja gut. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Haben wir noch einen jemanden, den wir hier hinzuwählen können? Nee, brauchen wir aber glaube ich auch nicht. Wobei, wie viel haben wir denn aktuell? 2300, das ist ja jetzt nicht sonderlich viel. So, schicken wir mal hier unseren Unterfluidranten-Spezialistenfahrzeug mit zu wenig Feuerwehrlaute. Weil da fehlt uns das Geld für. Ach, da muss er ja wieder ganz oben rumfahren. Was? Wo? Wie? Wann? Entsenden. So, ihr könnt schon mal hier loslegen wieder. Halt. Du kannst den Schlauch holen, kannst schon mal einen Schlauch anschließen. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Das sollte ganz schnell gehen. Eigentlich sollte das ganz schnell gehen. Schauen wir mal, ob das wirklich schnell geht. Ach ja. Das haben wir gleich gelöscht. Brennt denn der Scheiß da jetzt? Na gut, er brennt auch nicht mehr. Ich glaube, das andere Level ist wieder so ein Gerüstlevel. Tada, wir sind so toll. Mission verlassen. So, ihr fahrt ja noch. Wobei ich das, glaube ich, auch gut finden würde, wenn wir hier noch das mit entsenden. Wir müssen ja gleich erstmal die Drehleiter in Position bringen. Ach so, ja stimmt, die haben wir auch mit den Verletzten zu tun. Ne? So, RTW fährt hier hin. DL fährt da ran. Nun, das HLF, hallo Katze, fährt hier hin. Alles ganz easy peasy.
So, aber erstmal geht da einer hoch. Aha, hier beginnt nämlich das Problem. So, hol den mal hier runter. So, und der Verteiler soll dahin. So, du kannst dir ja schon mal einen Schlauch holen. Du kannst dir auch schon mal einen Schlauch holen. Den da anschließen. Du holst dir da. Du holst schon mal ein. Tyler. So, ja, du musst ja noch runter. Haha, fast vergessen. So, du holst aus dem Rettungswagen deine Erste-Hilfe-Puppe. So, ist denn jetzt hier der Rettungstyp da? So, los, geh mal los. So, dann bringst du den da in Stellung. Und dann rutschst du mal hier hin. So, du kannst dir noch mal einen Schlauch holen. Du kannst dir mal einen Schlauch holen. Du kannst ja dahin. Du kannst dir mal noch mal da auch was anschließen. Halt, nein, stopp! Stopp, 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 stopp. So, und da du ja auch so ein bisschen hilflos bist, kannst du ja auch mal da hingehen. Du kannst schon mal das wieder zurückbringen zum Auto. Wie gesagt, du kannst dich hier anschließen. Jetzt der Fuzzi schon wieder hin, ey. Der versteckt sich die ganze Zeit. So. Jetzt wollen wir uns den hier. So, du gehst wieder die Dingens runter. Ja, so. Wir schnappen uns den Kerl hier. Gehen auch mit den runter. Absetzen. Ist ja nichts passiert. Und wieder hoch da. Auch mal eben absetzen. So, du kannst ins Krankenhaus. So, du holst dir jetzt Imse hier. Und dann haben wir das, wenn auch ein bisschen chaotisch, doch noch ganz gut gebacken bekommen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Scrollen, scrollen, scrollen. Spielzeit. Ich hab mich verschluckt. Kreuzberg. Ah, Kreuzberg. Geschichte der Hauptmission. In der Kunstgalerie sind private Kunstsammlungen in Brand geraten. Wir machen die Folge mal ein bisschen kürzer und beginnen mit der nächsten Folge direkt. Halt, stopp. Spiel pausieren. Mit der nächsten Folge direkt mal mit den, mit der Mission der Hauptgeschichte. Wir machen daraus mal ein eigenes Kapitel, weil ich glaube, es ist jetzt so aufwendig, dass ich das, die Folge dann ein wenig überziehen würde. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Die Folge ist ein bisschen kürzer. Wie die letzte Folge von World of Warships auch. Ich schäme mich. Aber so ist das.
Und wir schauen einfach beim nächsten Mal dann in die Hauptmission. Bis dahin, euer Crunchgau. Ciao.